Hallo, mein Name ist Ole Schröder und ich werde mich heute mit dem Begriff des Anlagevermögens auseinandersetzen. Doch zunächst ein kleiner Ausblick auf das, was euch in dem Video erwartet. Zuerst eine kleine begriffliche Definition, gefolgt von den einzelnen Gruppierungen des Anlagevermögens mit ein paar Beispielen. Danach zeige ich euch die Abgrenzung zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen und wie die beide im Verhältnis zueinander stehen. Als Viertes zähle ich die beiden Arten des Anlagevermögens auf und welche Posten zu welchem Bereich gehören. In Punkt 5 werde ich etwas auf die Aktivierung des Anlagevermögens eingehen und zum Schluss dann noch die Bewertung des Anlagevermögens und die Abschreibung bzw. wie die beim Anlagevermögen geregelt ist. Laut Definition gehören zum Anlagevermögen alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Das heißt, hierzu zählen alle Vermögensteile, die zum Aufbau, zur Ausstattung und Funktionstüchtigkeit eines Betriebes notwendig sind und dem Betriebszweck dienen. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungssteigerung ein. Es gehört damit zu den betrieblichen Potenzialfaktoren. Notfalls könnt ihr euch das im Handelsgesetzbuch 247 Absatz 2 nochmal anschauen. Kommen wir nun zu den verschiedenen Gruppierungen des Anlagevermögens. Zuerst haben wir da mal die Sachanlagen. Hierzu gehören Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, technische Anlagen und die Geschäftsausstattung eines Unternehmens. Als Zweites haben wir dann die immateriellen Wirtschaftsgüter. Zu denen gehören laut Handelsgesetzbuch alle konkret erfassbaren Rechte, Werte, die darauf geleisteten Anzahlungen sowie der Geschäfts- oder Firmenwert selbst. Das heißt eigentlich alles, was man nicht mit den Händen greifen kann. Zum Schluss wären dann noch die Finanzanlagen. Zu dieser Gruppe gehören Anteile an anderen Unternehmen, also Beteiligungen, vorausgesetzt, die sind als Daueranlage bestimmt. Im Fall von Konzernen zählen dazu noch verbundene Unternehmen, wenn diese ein Mutter-Tochter-Unternehmen-Verhältnis eingehen, sowie andere Wertpapiere. Bei der Abgrenzung zum Umlaufvermögen lässt sich Folgendes sagen: Das Umlaufvermögen stellt das direkte Gegenteil zum Anlagevermögen dar. Hierbei werden nämlich alle Vermögensgegenstände eingerechnet, welche zur kurzfristigen Veräußerung, zum Verbrauch, zur Verarbeitung oder zur Zurückzahlung innerhalb des Betriebsprozesses bestimmt sind. Es wird im Handelsgesetzbuch nicht näher definiert und stellt somit alles dar, was nicht zum Anlagevermögen zählt. Ein Sonderfall stellen beispielsweise Aktien dar. Werden sie angeschafft, um die Anteile an einem Unternehmen darzustellen oder über längere Zeit als finanzielle Rücklage zu fungieren, kann man sie dem Anlagevermögen unterordnen. Spekuliert man jedoch aktiv an der Börse mit Aktien, also betreibt regen Handel mit ihnen, gehören sie zum Umlaufvermögen. Neben den drei Gruppierungen lässt sich das Anlagevermögen auch zwischen abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagevermögen unterscheiden. Beim abnutzbaren Anlagevermögen unterliegen alle Anlagen einem stetigen Wertverlust, also werden sie planmäßig abgeschrieben, um dem Unternehmen zu ermöglichen, weiterhin gewinnorientiert zu agieren. Dazu zählen Maschinen, die dem Betriebszweck dienen und durch regelmäßigen bzw. täglichen Gebrauch Verschleißerscheinungen aufweisen und früher oder später durch Neuanschaffungen ersetzt werden, der gesamte Fuhrpark eines Unternehmens, welcher ebenfalls durch Verschleiß abgenutzt wird, sowie Gebäude, die dazugehörige Ausstattung und alle anderen Besitztümer eines Unternehmens, welche einem Wertverlust unterliegen, der durch gezielte Abschreibung ausgeglichen wird. Ein Spezialfall stellen Grundstücke dar. Auch diese sind abnutzbar, sofern sie durch beispielsweise den Bergbau einem realen Wertverlust unterliegen. Nicht abnutzbaren Anlagevermögen zählen alle Positionen, von denen ausgegangen wird, dass sie keinem Wertverlust unterliegen und daher idealerweise nicht abgeschrieben werden müssen. Dazu zählen Grund und Boden, sofern diese nicht dem eben genannten Kriterium entsprechen, Wertpapiere und Bargeld, Anteile an anderen Unternehmen und besondere Konzessionen, wie zum Beispiel das Brennrecht von Spirituosen. Kommen wir zu der Aktivierung. Die Aktivierung beschreibt die Aufnahme eines Vermögensgegenstandes bzw. eines Vermögenswertes in die Aktivseite der Bilanz eines Unternehmens. Sie trifft auf fast das gesamte Anlagevermögen zu und wird durch verschiedene Vorschriften geregelt, wie zum Beispiel der Aktivierungspflicht oder dem Aktivierungswahlrecht. Die Aktiva bzw. Aktivseite der Bilanz beschreibt die Summe aus Anlagevermögen und Umlaufvermögen, also dem einem Unternehmen zur Verfügung stehenden Vermögen. Dazu hört ihr aber mehr in dem Video über die Bilanz. Punkt 6. Die Bewertung des Anlagevermögens. Laut Handelsgesetzbuch und Einkommenssteuergesetz ist das Anlagevermögen maximal mit den Anschaffungs- bzw. Herstellerkosten bewertbar. Nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 im Einkommenssteuergesetz
sind die abnutzbaren Wertgegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Der Einsatz von Erhaltungsaufwänden wird zusätzlich mit einberechnet und es wird regelmäßig abgeschrieben. Nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 im Einkommensteuergesetz sind die nicht abnutzbaren Wertgegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich ebenfalls mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Der Einsatz von Erhaltungsaufwendungen wird zusätzlich mit einberechnet. Abschreibungen sind jedoch im Gegensatz zum abnutzbaren Anlagevermögen nicht zulässig. Kommen wir zu der Abschreibung oder auch die Absetzung für Abnutzung des Anlagevermögens. Sie unterteilt sich in die planmäßige Abschreibung und die außerplanmäßige Abschreibung. Die planmäßige Abschreibung beschreibt die Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Insbesondere im abnutzbaren Anlagevermögen ist sie anzutreffen. Die außerplanmäßige Abschreibung fällt bei außergewöhnlicher Wertminderung an, wie zum Beispiel einem Unfall, bei technischen Mängeln oder einer Katastrophe. So, das war's mit dem Anlagevermögen. Hier sind nochmal die Quellen, die ich für die Ausarbeitung und diese Präsentation verwendet habe. Das wär's dann auch. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch einfach bei mir.